Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Smite. Wir spielen den neuen Gott Heimdall. Der ist einfach abnormal geil. Das ist geil. Und es gibt mal wieder einen AFK. Kennt man ja nicht anders bei Smite, Alter. Dieses Spiel entwickelt sich zu einem AFK-Spiel. Das sollten die bald umbenennen. Herr, go invade. Nein, bitte nicht, Digga. Sei nicht nur ein Hund. Fucking Dog. Yes. Okay. Cancel that. Minions have spawned. Okay. Ah, Junge, Alter. Auf jeden Fall, Heimdall, neuester EDC. Dieser Bifrost-Typi von dem Film Thor, das kennt ihr auf jeden Fall. Der, wo diese Tore zu den Welten öffnet, damit man die Brücke halt, damit man die überqueren kann und die neue Welt erreichen kann. Genau, das war ja das. Oh Gott, nein! Ach, verdammt. Das ist der Baron. Hab schon Ewigkeit keinen Baron mehr gesehen, glaube ich. Ding, ding, ding. Ich werde die Skills jetzt nicht wirklich erklären, weil ich zock ihn ja auch wirklich sozusagen nicht. Noch nicht so oft, deswegen. Oh, nee, Alter. Deswegen werde ich da jetzt nicht viel dazu sagen. Wir zocken den jetzt einfach erstmal. Wir fressen zu viel Damage. Der Gap frisst auf jeden Fall zu viel Damage. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass seine Auto-Attacks AOE-Damage machen. Das heißt, ihr trefft einen Minion und ihr trefft auch die Minion, die daneben sind. Wie viele Minions jetzt insgesamt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke mal bis zu 3. Macht der lieber ein bisschen Damage, Bruder. So, wäre ich da einfach weggelaufen, ich glaube, ich hätte... Der hätte mich gefickt, glaube ich. Deswegen wollte ich da jetzt nicht weglaufen, aber habe ich lieber angegriffen. Stabil. Oh, da wollte ich den nicht hinsetzen, verdammt. So, jetzt können wir invaden, Bruder. So. Also... Okay, ein bisschen kann ich aber sagen. Was ich auf jeden Fall schon weiß, ist... seine 1, da setzt ihr so ein Schwert in die Luft und das ist sowas wie eine Ward, also... Um dieses Schwert herum werden dann die Gegner auf der Map angezeigt, die da sind. Und wenn ihr dann nochmal die 1 drückt, fliegt dieses Schwert runter. Also da ist dieses Schwert, dann fliegt dieses Schwert runter und macht eben da, wo es aufkommt, Damage. Rakett. Und wie nice, Digga. Stabilität. Okay. So. Ich denke mal, ich werde die 1 auch hochleveln, weil die macht gut Damage. Die 2 macht jetzt nicht wirklich viel Damage. Macht halt einen guten Knock-up. So. Oh, Hund! Hab da gerade eine Wave eigentlich? Oder haben wir die geklärt? Ich gehe zum Purple. Genau. Bei seiner 2 bläst er in sein Horn. Das macht Tick Damage. Und wenn das geblieben... Wenn er fertig ist mit dem Blasen, dann bläst er nochmal richtig hart. Und dann kommt da so ein Windstoß mäßig irgendwas. Und der macht so ein Knock-up, Knockback auf die Gegner, die in seiner Nähe sind. Und noch Damage. Und während ihr die 2 aktiviert habt, fresst ihr weniger Damage. Das heißt, ihr kriegt Protection, also ein bisschen Verteidigung. Und ihr seid immun gegen Knockbacks? Knockups, ja. Ich weiß, ja, obwohl es gibt einen Unterschied zwischen Knockbacks und Knockups, ist irgendwie für mich beides gleich. So. Auf jeden Fall hat er wenig Basic Attack Speed. Also es kommt echt langsam, wohl, das ist schon. Ich denke auf jeden Fall ein bisschen Attack Speed mit dem gehen. Deine AOE-Auto-Attacks erleichtern auf jeden Fall den Lane-Clear. So, wir setzen mal... Hallo? Ich kann die 3 nicht einsetzen. Bruder, was ist los mit Smite? Okay,
Okay, ich kann die drei nicht einsetzen irgendwie. Hallo? Hallo, ich will die... Ach, fick dich mal. Ach so, ich seh's nicht. Hey, what the fuck, Alter? Ja, fick dich doch. Oh, Bluter. Wollte ich nicht. Hab mich gerade selbst gefickt. Entschuldigung. Entschuldigung, Sir Cat. Schaffst du auch alleine, glaube ich. Nein. Ich schwör euch gar nichts dafür. Meine drei spackt. Weil ich seh's nicht. Hier, jetzt. Fick dich doch, Alter. Shit, wenn ich die Sir Cat wäre, würde ich mich auch beleidigen jetzt. Wenn ich da geblieben hätte, hätten wir den sowas von gekillt, Alter. Shit, sorry. Oh, Smite, Alter. Immer wenn die ein Update bringen, ist Ende Gelände. So, wir holen uns eine Ward, setzen unsere drei dahin. So, also die 3 ist sozusagen die Brücke zwischen den Welten. Das heißt, ihr setzt hier eine 3 hin, dann setzt ihr noch in der Base eine 3 hin und ihr könnt zwischen diesen beiden Steinen rüber teleportieren. Aua. Ne, bleib nicht hier. Schnell weg. Egal, ab. Dich gekillt. So. Ja, und eure Ulti, ihr habt gesehen, ihr bombt dem einen in die Fresse, wie so ein Homerun in einem Baseballspiel, Alter. Der fliegt zwischen zwei Welten durch, glaube ich, und landet irgendwann wieder und kriegt halt Damage und was noch? Kriegt Damage, kriegt ein Slow. Wall Hit Damage. Kann man den gegen die Wand schlagen? Bin mir nicht sicher. Kann ich noch nicht sagen. Bruder, ich bin auf dem Weg. Oder nein? Verdammt. Komm, kämpf gegen mich. Kämpf doch nicht gegen mich. Halt's Maul, Alter. Bro, du brauchst nicht okay sagen. Du bist gestorben. Oh. Oh Gott. Was denn? Was ist hier los? Was ist los mit Smite? Mann, hört auf, Updates zu machen, Leute. Smite und seine Updates, Digga. Warum spackt zurzeit alles rum? Apropos rumspacken, YouTube spackt auch schon rum, Alter. Nicht wundern, wenn wir eure Kommentare sehr spät sehen. YouTube meinte irgendwie... was? Ihr wollt Mitteilungen zu Kommentare, wenn ihr welche kriegt? Nö. N-n-n, kriegt ihr nicht. YouTube denkt sich einfach, nö. Kriegt ihr nicht. Ihr kriegt keine Mitteilung dazu. Deshalb... sehen wir eure... Ach, fick den. Ich raste geil aus. Das heißt, sehen wir eure Kommentare, muss es spät. Komm doch. Oh. Nein, ich will da nicht rein. Au. Oh, Bruder, Alter. Du bist Damage, Alter. Die Sarkat spielt richtig gut, Alter. Ich bin ja nicht immer da, wenn wir sie brauchen. Oh, Mann. Dieser Ding. Die Ulti von Heimdall. Das ist so eine Vorlage für so eine Scylla-Ulti, für eine... Kukulkan-Ulti für eigentlich jede Ulti. Weil die ist so vorauszusehen, wann der landet. Da ist er so ein. In diesem Kreis ist er so ein anderer Kreis, der immer größer wird. Und sobald der ganz groß ist, weißt du, okay, der landet jetzt. Und deswegen kannst du so timen. Das ist so abnormal.
Hier machen wir ein Wort, Alter. Okay, hier, ich habe keine Wort mehr. So. Sagen wir gehen ein bisschen Attack Speed. Wir haben ja gar keinen. So, wir warten jetzt hier drin. Das dauert natürlich, je nachdem, je länger die beiden Portale voneinander weg sind, desto länger dauert es. Also ihr müsst ja halt drin stehen und irgendwann werdet ihr teleportiert. Und wenn sie halt näher beieinander sind, geht es auch schneller. Mal. Huhu. Bruder, komm doch. Bruder, was ist los? Darf jetzt. Jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass der. Ich würde gerade sagen, dass der Baron nicht kommt, Digga. Ja! Ich schwör's dir, darauf habe ich gerade geteilt, dass ich den erwisch. Weil der denkt dann, oh Gott, okay, ich kann rein. Baron ultet den. Von meinen Eier, Alter. Alter, Hera, ey, die ist so stark. Unterschätzt Hera nicht, Leute. Die wird gerade zwar nicht gespielt, wirklich. Also gut, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir wird sie nicht gespielt. Aber die ist so stark. Sobald ihr Argus auf den Gegner haut. Was zum Fick war das gerade? Hä? Ach so, ah, jetzt der wurde geholt, Digga. Ich dachte, what? Wie geil, das sieht so geil aus. Ich finde den neuen Gott abnormal. Ah, was sagt ihr zu dem neuen Gott, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem haltet. Von dem haltet. Dem. Der ist halt ein bisschen. Klar, der ist mal wieder ein bisschen broken, aber jeder neue Gott, der rauskommt, ist broken. Deswegen da mal jetzt nicht drüber beschweren, einfach Spaß haben. Okay, also 1 gegen 1 gegen Jingwei habe ich auf jeden Fall easy drauf. Ist kein Problem. Ciao, Bruder, gell? Also. So, wir gehen jetzt, okay. Und die landet jetzt. Oh, die hat Gages. Nein! Ich glaub's ja nicht. Ja. Folgen können wir der halt nicht mehr, Leute. Wir haben keinen Dash. Heimdall hat leider keinen Dash, keinen Jump, irgendwas. Deshalb ist es auch etwas scheiße gegen so Götter wie Poseidon oder so zu spielen. Ihr werdet der Ulti von Poseidon kaum ausweichen können. Also ich habe die eigentlich 24-7 in die Fresse bekommen, als ich gegen die gespielt habe. Deswegen, ich würde keinen Heimdall picken gegen Poseidon. Oder gegen irgendwelche Götter. Boah, hab gerade kein Beispiel, ehrlich gesagt. Komm her. Ja, gegen, keine Ahnung, Isis, Hera und so. Obwohl, Isis ist vielleicht jetzt nicht ein gutes Beispiel. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr werdet euch schon selber Gedanken machen, gegen wen man es nicht spielen kann. Gegen Odin zum Beispiel, ihr habt ja eh keinen Jump. Oh. Nice. Aber auf jeden Fall seid ihr den Gegnern gnadenlos ausgeliefert. Weil ihr keinen Jump habt. Also da immer aufpassen. Okay, mach so Tower Damage, Alter. Ich denke, der sollte tot sein, aber ich bin mir nicht sicher. Da, der hat's überlebt. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, der kriegt keinen Damage, wenn er landet. Kann das sein? Ja, der kriegt keinen Damage, wenn er tot ist, glaube ich. So. Wenn ihr die 1 eingesetzt habt, ihr müsst dann nicht nochmal die 1 direkt drücken. Ihr könnt auch einfach Rechtsklick drücken. Ein paar Auto-Attacks machen und dann die 1 wieder einsetzen. Also ihr könnt dazwischen, zwischen den Skills auf jeden Fall tauschen. Hallo. Dash, los. Alter, Gap, du bist der Beste. Komm hier nicht durch, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Beruhigt euch mal, Alter. So. Wie würde ich ihn bauen?
Weiß ich noch nicht. Ich würde ihn auf ein bisschen Attack Speed bauen. Nicht vielleicht zu viel, aber der macht viel Basic Attack Damage. Aktuell. Das kann noch genervt werden. Ich würde auf Penetration Attack Speed gehen. Crusher. Executioner, sowas. Standard LEC Build, mehr Pen. Würde ich ihn jetzt bauen, aber ich sag mal noch nicht, dass es safe ist, also probiert's aus, sagt's mir Bescheid, wie ihr den baut. Nicht gleich kommen mit, du hast keine Ahnung. Guess fucking what, Digga, der ist gerade erst rausgekommen. Chill, an dem. Okay, ich verliere meinen Tower. Finde ich nicht so geil. Baron, Alter, bist du Supporter oder bist du AD Carry, Alter? Die Circuit macht da Easy 1 gegen 2 und stirbt gleich. Maybe we should assist them. So, für Gold Fury waren die zu low, deswegen brauche ich mir da keine Sorgen machen. Die machen jetzt bestimmt trotzdem Gold Fury, weil ich denke, die machen das eh nicht. Okay, Jingwei. Komm, Bruder. Okay, du bist nicht gesprungen, schade. Schade. Okay, das ist irgendwie langweilig. Die will nicht raus. Wir machen unser Purple schnell. Also die ersten beiden Auto-Attacks kommt mir so vor, als würden die schnell hintereinander kommen. Und der dritte dauert dann ein bisschen länger und der macht auch ein bisschen mehr Damage, glaube ich. Guck mal, 213, 213, 242, okay, ja. Der dritte macht mehr Damage. Das heißt, Attack Speed lohnt sich dann auf jeden Fall schon, weil ihr öfter dann diesen dritten Auto-Attack trefft. Nein! Minions! Ihr Hunde! Oh, der dives. Alter, das hat gerade keiner erwartet. Junge, what the fuck? Okay. So, wir gehen Toxic Blade. Die haben ja auch ein bisschen zu viel Healing, diese Hunde. Ich glaube, wir verlieren dieses Game. Kann doch nicht sein. Uiuiui, 5 in der Mitte, ich hätte in die Mitte gehen sollen. So. Fuck it, wir nehmen den Tower. Weiß nicht, wo Jingwei ist. Wahrscheinlich kommt sie gleich hierher geflogen. Ne, die ist noch in der Mitte. Alter, guckt euch den Tower damit an. Piss dich, Bruder. Doch auf jeden Fall noch Lifesteal, glaube ich. Bin noch am überlegen, ob ich mir Lifesteal holen soll. Komm her. Richtig, Alter. Hilfe! Okay, easy. Wie ihr seht, ihr habt zwar keinen Dash, aber ihr habt trotzdem euren Knock-Up, eure 2, das hilft euch auf jeden Fall. Echt gut, muss ich schon sagen.
Oh Gott. Okay, wir haben es noch bekommen. Ich liebe Argus irgendwie. Oh. Oh, verdammt. Jetzt haben wir aufs Maul bekommen. Wir haben die Goldfülle bekommen, was ungefähr nicht, nicht gelohnt hat. Was holen wir denn jetzt? Irgendwie bin ich bei Odysseus Bau. Weil so tanky sind sie ja nicht. Dass ich jetzt noch mehr Pen brauche. Gucken wir mal, was zum Fix das für ein Bild, Digga. Funktioniert das? Solo-Leben-Bild, okay. Leben, hm. Leben. Hm, nee. Es geht. Der baut auf Hybrid. Okay, wir holen uns Odysseus-Bau. Hätten die jetzt viel Physical Protection gehabt, dann hätte ich Pen geholt, aber haben sie ja nicht. Also, passt das. So. Falls es ein paar Sachen gibt, die ich nicht erklärt habe, Leute, dann sorry, ich kenne mich da jetzt selber noch nicht ganz gut aus. Hab mir noch nicht alles wirklich so perfekt durchgelesen, deshalb schreibt es in die Kommentare, fragt mich, dann werden wir das schon herausfinden. So, ich will jetzt endlich mal ein 1 gegen 1. Geht, Bruder. Kann den jemand ficken? Dankeschön. Ich will jetzt ungern eigentlich in die Mitte gehen, ich bin echt low. Ihr seid ohne mich, ich behaupte. Ich bin weg. Chasen den ja wie Hunde. Oh nein. Da wartet der Tod auf mich. Ich komme. Der Herr pusht links. Ja, alles cool eigentlich. Bruder. Gehst dich mal. Gut, dass die Socket da war, sonst wäre ich gestorben, glaube ich. Stabil. Komisches Heimdall-Bild, Alter. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Kann ich das haben eigentlich? Nein, die Stella ist Level 19. Ich soll das nehmen. Okay, wir backen uns und holen uns Odibo. Zwei Wards. Wir gehen mal dahin und gucken, ob wir die Jingwei uns schnappen können. Schade. Ja, wie gesagt, als Heimdall kann man den Gegner nicht folgen. Also wenn die Jingwei wegultet, dann ist sie weg. Also ich krieg sie nicht mehr. Ich hab keinen Dash. Ich hab nur meine Ulti so zum schnell vorgehen vielleicht, aber war's auch. Komm her, Bruder. Nice. Hopp, da wartet der Tod auf mich. An sich könnte man... ich kann auch nicht rechts pushen. Hier sind zu viele Gegner, Alter. Ah, Jungs. Wollt ihr jetzt rein oder nicht? Wollte
Was? They're killing it out there. Shut down. Ja, machen wir gleich. Gold Fury ist eine gute Idee. Sonst ist es ja dumme Zeitverschwendung. Außer wir kriegen das hier. Ja, ist es. Oh. Irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich bin so dran gewöhnt, mit Leuten zu dashen oder zu jumpen mit den ADCs. Mit dem muss ich aber ganz normal laufen, also. So. Dieses Bild ist, denke ich mal, ganz gut für Gegner, die viel Healing haben. Attack Speed lohnt sich bei dem, der hat schon genug Damage. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich als letztes Item holen will. Ich glaube, ich hole. Nein, ich glaube, ich hole sogar statt also keine Execution, sondern Asi oder Chinsei. Eins von beiden. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich brauche schon immer nach Lifesteal schon. Hat mir schon oft gefehlt. Gucken wir mal, ob hier jemand gammelt. None shall remain hidden from me. Okay, ich kann hier pushen. Oh, das ist Bo, los, töte sie. Nein. Okay, wir kriegen den Tower. Komm her, Leute. Alter, der Gott macht so Spaß. Und irgendwie kann man seine Autotext gut treffen. Ich dachte am Anfang so, oh Gott, die sind so langsam und so komisch. Ich werde die nie treffen. Aber das geht völlig. Nein! No Scope! Nein! Also. Piss dich mal, Alter. Scheiß Argus. Ah, ich glaube, ich brauche echt Lifesteal, Alter. Ich habe schon. Vor allem kann ich, zum Beispiel jetzt hätte ich niemals Fire Giant mit denen machen können, weil ich keinen Lifesteal habe. Witching Way. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab geärgert, weil ich dachte, der geht auf mich. Verdammt. Ja, ich brauche Lifesteal. Ohne Lifesteal geht's echt nicht. Ich hol mir dann auch noch Bloodforge. Bloodforge wird mir sehr helfen, würde ich sagen. Ich scheiß auf Actives. Ich setze sowieso keine ein gerade. Gleich mal Elixir auf Speed holen. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen lustiger aus, wenn wir Bloodforge haben. Wir haben schon mal einen Phoenix bekommen, das ist gut. Habe ich da gerade Attack? Habe ich da gerade einen Crit gesehen? Ist das geil. Leute, spielt mal Herkules, bitte. Bitte, spielt den auf pur Attack Speed. Mit Odysseus Bo am besten und Hastened. Glaubt mir, eure Gegner werden euch hassen. Das ist so lustig. Der macht 75. Der war 75 Auto-Attack Damage, Bruder, mit Crit, Alter. Was hast du denn? Was hast du vor? So. Wir pushen rechts, die sind alle links. So. Ich habe wahrscheinlich viel mehr Attack Speed als 2,5, aber ist mir gerade scheißegal. Boots werde ich dann sowieso verkaufen und dann passt das schon. BTF ist Team. Bruder, mit dem Bild erwartest du irgendwas? Okay.
Das wird nix hier. Los, ulte mich. Ich will, dass du deine Ulti verschwendest. So, okay, das, was ich hier gerade mache, ist sinnlos gewesen. Schade. Ich dachte, die Gegner bleiben vielleicht ein bisschen links. Dann kann ich mir den Scheiß schnappen. Machen wir eben die Gold Fury. ja, stimmt auch wieder. Ich komme zur Feier. Machen nur kurz hier alle Camps. Noch Gold, Alter. Attack, Fire Giant. On my way. Wie gut kann ich den soloen, ohne zu sterben? Schnell aufladen, Alter. Assi passiv, Alter. Total. Surrendern. Okay. So, können wir jetzt mal irgendwas machen, Alter? Ich glaube, wir verlieren das Game. Oh Mann. So, wir machen es jetzt so, Leute. Ich setze meine drei da oben irgendwo hin. Am besten hier. Dann pushen wir das jetzt. Gehen zurück. Gucken, dass die irgendwie links engagen und dann gehen wir wieder rechts. So, Dele. Ich komme. Oder wir gehen jetzt einfach zu Fire Giant und wenn die irgendwie hier zu viel Faxe machen und mich nerven, gehe ich da lang. Und push rechts. Oh je. Der Heimdall kommt gerade auch. Kein Fire Giant, Leute, kein Fire Giant. Stabil. So. Ich gehe nach rechts. Ah, lohnt sich nicht. Der Herc trollt, Alter. Leck mir mal. Nee, es wird nichts. Obwohl, die chase den. Sehr gut. Chase ihn weiter. Ah, wird nichts. Egal, easy. So, den Herc muten wir mal. Typisch Smite, Alter. Die wartet jetzt. Mm.
Auf was wartet ihr? Na oh, lol, die hat die erwischt. Überlebt ihr das? Ja, die hat Eggs. Die hat's überlebt, der leckt mir am Arsch. Bruder, Alter. Okay, okay, okay. Also der Herc macht einen auf Baukrit. Ne, warte. Ah ja, hier. Was machen wir jetzt? On my way. Retreat. Sinnlose Kämpfe immer, also. Leck mir am Arsch, Mann. Der Achilles geht zurück. Verdammt. Ah, ich bin sowas von tot, Digga. Ah, ich hab keinen Bock mehr auf das Game. Okay, wir gruppen jetzt. Ich bleib jetzt immer bei Socket. Die spielt aggressiv. Oder bei Stella. My allies now see as I do. Attack, fire giant. Defend. Attack, fire giant. Können wir den Scheiß endlich mal machen, Alter? Ja, bitte, SCX, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Setz den mal hier hin, weil ich will nicht da ganz hoch eigentlich. So, jetzt sind wir gegroupt. Einmal in diesem Game. So, geht doch, mein Gott, Alter. So, den kriegt ihr alleine hin. Alle, ich dachte, wir pushen jetzt einfach. Ich meine, die sind so lange weg, Alter. Der backt erstmal. Okay. Ja, los. Ah, der Teleport. Okay, sehr gut. Dann passt der. Scheiße, Hera Damage. No, Junge, Junge. Oh mein Gott, Digga. Die hat die getushottet. Ja, leck, Junge. Okay, Late Game Stiller ist halt auch broken. Titan können wir nicht gehen. Okay. Wollt ihr backen? The way opens. Die wollen nicht backen, okay. Scheiß drauf, wir gehen nach links. Oh, safe nicht von da, Alter. Attack.
Okay. Oh, verdammt. Brauchen die Minions. Das wird jetzt so ein dummer Kampf hier, den wir verlieren selbst. Ah, fuck, ich bin so tot. Haben die Gegner gerade Gold Fury gemacht, oder? Oh, is it beating time already? I'll believe it. Face the bitter wings of this time. My kingdom is getting good. Nice. My people. Oh, is it beating time already? Oh, Titan geht doch. Junge, Alter. Der Herk ist ein Mongol. Wir haben einfach gewonnen mit so einem Herk-Bild, Digga. Leck mir mal. Auf jeden Fall, Leute. Schön, dass ihr da wart. Heimdall ist geil. Ist echt geil. Spielt den, macht Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Puh. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.